Was bisher geschah in Gothic 2, die Nacht des Raben. Stärkepunkte, die wir kriegen können. So, zwei Stück sind hier noch. Da ist B. Komm her. Das hätte ich jetzt nur. Habe ich dir die schon gegeben? Hey, also Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Interesse an weiteren Dracheneiern? Klar. Hier, ich habe noch eins. Wo gräbst du die Dinger bloß aus? Viele dürften es nicht mehr sein. Nerds. Was geht ab, meine Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben, Söldner Drachenjäger. Ja, meine Freunde, wir sind wieder hier in Korinthus in der Hafenstadt, haben letztes Mal uns von Abogin die Weissagung geben lassen. Und haben auch letztes Mal noch mit Vatras geredet und waren auch schon auf Onas Hof und wir waren auch schon mit Lord Hagen am Reden. Der gesagt hat, dass er jetzt sich so langsam bereit macht, den Zminental aufzubrechen, um Garon zu helfen. Aber wir, meine Freunde, ziehen erstmal unsere Waffe nicht. Kluges Kerl. Wir zaubern uns einmal zum Kloster. Denn dort haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hallo, mein Freund Milton. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Genau, wer denn sonst? Wir sind der Held der Geschichte, also werden wir das jetzt alles auch beenden. So. Ja. Ich werde mich wir gehen erst einmal nach unten. Wir holen uns einmal das Drachengebräu, wenn wir das noch nicht geholt haben. Ich meine, als Feuermagier hatten wir uns das schon geholt und letztes Mal als Miliz, also als Ritter der Paladine. Ich meine aber hey, jetzt als Drachenjäger hatten wir das noch nicht. Anscheinend doch. Hatten wir doch schon. Okay. Nee. Die Quest gibt's ja gar nicht für den Drachenjäger. Ich bin ja ein Dulli. So. Mich fragt ja keiner. Ja. Wir gehen erstmal direkt zu Pyroka. Er stellt sich das immer so einfach vor. Und sagen ihm Bescheid. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben sollen. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Wer erzählt denn sowas? Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl vier im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht
Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Okay. Dann werden wir uns jetzt das Buch einmal krallen. Und werden dann einmal in die Kellergewölbe des Klosters vordringen. Von dem die Magier keine Ahnung haben. Das ist ja das Lustige. Die Magier haben da keine Ahnung von, dass sie so ein Gewölbe unter der Bibliothek haben. Und dann werden wir auch... Ich habe hier was immer vor der HP-Balkenanzeige. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. Keine große Sache. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Danke. Dein Beutel nehme ich noch mit. Meine Meinung kennst du ja schon. Die 140 Gold. Also einmal laden, speichern meine ich, nicht laden. Das wird sich nie ändern. Haben wir sonst noch was, was wir lernen können? Das hätte er doch besser wissen müssen. Nö, das sind alles Dinge, die ich auch bei Xala schon gelesen habe. Und in anderen Mod gibt es dann was anderes. So, die Hallen von Irdorath. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Glaubst du wirklich? Xarak Bendardo. Ah, so. Das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Jawohl. Mache ich das jetzt erst? Ah, das ist sein Brief. Also, nee, das habe ich schon. Wo ist jetzt? Zerknüllter Brief, da. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Okay, so, die Hallen von Irdorath. Und so habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einem Geheimtür versteckt, um meine Aufzeichnungen über die Tempel Belias zu schützen. Hätte meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnungen gewusst, hätten diese verbliebenen Narren sicherlich alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz zur Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Da ist die Lampe. Da werden wir jetzt einmal schöne 1000 Erfahrungspunkte, das ist schon mal schön. Ich wundere mich, dass der überhaupt nicht reagiert, während sich das Bücherregal hier bewegt. Ja, und wir werden uns jetzt schon mal bewaffnen. Weil direkt hier kommen zwei Gegner. Die wir direkt mit einem Hieb zerschmettern. Wenn ich mit mir anlegen möchte. Gut. Kommen sie her, können sie rausgucken. Kommen sie her, können sie wieder in die Welt der Untoten schreiten. So. Wir werden natürlich wieder alle weiteren Gegner, die hier so rumlungen, uns natürlich... Da kommt schon einer. Ah, von da kommt er schon. Hier hinter muss auch noch einer sein. Kommen sie her, können sie rausgucken. Okay, da war jetzt keine kritische Trefferchance. Komm schon. Aua. Ich habe die getroffen. Mit seinem rostigen Zweihänder. So. Man erzählt sich ja so einiges. Holen wir uns hier den nächsten, der sich hier versteckt. Sehr schön. So, erstmal hier. Wir müssen aber einmal aufpassen. Wir haben nämlich einmal einen Magier vor uns, den wir besiegen dürfen. Oh, der verteidigt sich gut. Wow. Gibt uns tatsächlich 5 Schaden, Alter. 5 Schaden. So, jetzt wird es hier dunkel. Na gut, das ist auch 19:44 Uhr. Da wird es auch mal hier unten dunkel, ne? Warum gleich nicht? Hallo? Schiebenwaffe. Danke. Meine Güte. Lass sie doch nicht von dem kleinen Skelett hauen. Macht dir schon oft. Macht dir schon mehr als genug Schaden. So, jetzt gehen wir hier nach dem Kampf.
den noch. Aber hier hinten noch einer, meine ich. Oder auch nicht. So. Genau, der ist weg, der ist weg. Dann haben wir hier in die Richtung noch welche. Ja, die sowieso. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Genau, und da ging es jetzt um den. Kommen sie schon zu zweit. Zack. So, dann haben wir da jetzt noch zwei Skelette, ein Skelett Tiger und ein Skelett Magier. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wir heilen uns mal ein bisschen. Das war keine. Wir müssen am besten erstmal den. Das sind doch alles nur Gerüchte. Genau, den heilen wir, weil der Magier ist hinter der Säule. Müssen wir gleich aufpassen, wenn er wieder mit dem Eisblock kommt, der Blödhammel. Müssen wir jetzt schnell sein. Man darf gegen die göttliche. So, zack. Keine Ahnung. Sehr schön. Das ging gut. Das ging sehr gut. Mit dem Paladin haben wir den einfach mit böses Vernichten komplett weggeschossen. So. Wir speichern von uns nochmal aus. Und dann geht es in die letzte Tür unter dem Gewölbe. Ja, nee. Ich hab's schon gehört. Dämonen. Ja, nee. Geh mal weg. So. Dankeschön. Das ist aber auch gut gemeint mit deinen Beschützern, ne? Und wie viele Dämonen haben wir denn? Ein Dämonenlord. Hier der Dämonen. Die anderen. Der Dämonenlord ist tot. Und nur ein Dämon hat das wirklich recht. Sehr gut. So. Haben wir noch einen Dämonenlord hier? Nee. Das ist noch nur ein normaler Dämon. Gut. Komm her, Rosa. So. Ein Trank. Die Tränen Innos. Seekarte zur Insel von Irdor. Staubtes Buch. Sonst noch was? Der Almanach. Ich hoffe, dass die Kuppel das erst von der Zug. Vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesen Ratschlagen unsere höhere Ziele erreichen, soll es uns recht sein. Recht sein. Punkt. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorbereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Aus den Waffen des Drachen. Dracheherren. Um einen Panzer aus Drachenschuppen die höchste Härte zu verleihen. So kann man die Schuppen mit dem Erz überziehen, welches in dem Tal der Insel Karynes gefördert wird. Um einem den Drachenherren würdig die Klinge zu erhalten, muss man die Klinge in Drachenblut tränken. Und die Beigabe einer Menge von 5 kleinen Fionen verleiht dem Stahl eine Härte und Schärfe und nichts entgegenzusetzen ist. Anmerkung mit Karynes ist zweifelsfrei scheißen, ist das heutige Karynes gemeint. Und damit haben wir. Kann mich den Kloster mit einem Sommermeister Iskarot handeln, das sie mir eigentlich gegenstellt. Aber wir haben, wenn ich 5 Erz und 3 Drachen, 5 Drachen hinzu, kann ich, wenn ich 4 Erz und 5 Drachenmut hinzugebe, kann ich einen Erzdrachentöter schmieden. Und diese Gegenstände habe ich tatsächlich. Wir haben 9-mal Drachenblut. Wir haben
6 Erzbrocken. Also wir könnten beide Waffen herstellen. Aber wir benutzen nur den Erzdrachentöter. Nicht den großen. Weil wir... Die Buchruhe... Was los? Das Gesetz... Okay. Gesetz der Insel. Okay, okay. Gut. Ja, wir haben 2 neue Bücher. Stopp das Buch. Die Tränen Innos. Das war das verstoppte Buch. Ich bin mir jetzt sicher, dass ich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Erdorath handeln. Die befinden sich angeblich auf einer Insel nicht weit vor Corinus Hafen. Vilja Interesse an dem Erzminen wird immer offenkundiger. Es wird einen Krieg geben, einen Krieg um das Schicksal. Was? Ein Krieg, es wird ein Krieg geben, ein Krieg um das Schicksal der Welt. Es scheinen der einzige zu sein, der die Vorzeichen deuten kann. Um mich herum scheint jede zu ignorieren. Es wird der eine kommen und mit seinem Erscheinen hat der Krieg begonnen. Der Krieg ist so alt wie die Zeit, aber es scheint sich eine Entscheidung und ich werde nicht tatenlos zusehen, wie andere das Geschenk der Welt in ihren Händen nehmen. Ich habe die alten Schriften studiert und Anleitungen gefunden, wie man die sagenumwobenen Waffen der alten Drachenherren herstellen kann. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wo man die Zutaten herbekommen soll. Zur Sicherheit habe ich die Rezepte im Almanach niedergelegt. Wer von uns kann schon sagen, was die Zukunft uns bringen mag? Vielleicht ja sogar Drach. Genau, das war das verstaubte Buch. Und hier ist die Seekarte nach Erdorath. Da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Ich werde ein Schiff brauchen, um dahin zu kommen. 48,50. Was ist los, Benji? Leg dich hin, Großer. So. Ich brauche ein Schiff, die Masse. Ich habe es alles hochgelesen. Es ist eine halbe Bibliothekgeräte. Die muss in irgendwo in einem Keller Kloster sein. Das habe ich schon. Wie es aussieht, muss ich seltsam mit dieses Feindes erreichen. Doch dafür benötige ich erst einmal ein Schiff, eine Mannschaft und einen Kapitän. Ja. Hallo Benji. Da liegt er doch noch auf Sieger 2 hin. Wir können uns erstmal den Erzdrachentöter herstellen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Die Stärke dafür haben wir zwar noch nicht. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Uns fehlt dann tatsächlich noch 3 Stärke. Wir haben keine Lernpunkte. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Traurig. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung. Irgendwas ist hier gerade erschienen. War doch seine Entscheidung. Hab ich doch gerade gehört. Oder? Frag mich, wofür dieser die Nische ist. Frag ich mich ernsthaft. Übrigens kann das Auge Innos eigentlich erstmal hier wieder aufladen. Genau. Und das Drachenherz haben wir. Wer erzählt denn sowas? Hey, hallo, Talamon. Ich habe eine Geheimtür gefunden. Was? Wo? Hinter einem Bücherregal. Was ist dahinter? Es sieht aus wie ein altes Kellergewölbe. Das ist eine wichtige Neuigkeit. Ich werde sofort Pyroka davon unterrichten. Du musst derweil herausfinden, was in diesem Keller ist. Hab ich schon. Ich war im Gewölbe. Und was hast du gefunden? Dort unten war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht. Ich habe ihn getötet. Gut gemacht. Wir werden uns mit dem Gewölbe beschäftigen, wenn wir das Böse besiegt haben. Das interessiert mich nicht. Ein Skelettkrieger, ja, nee, ist klar. Da waren ein paar mehr Skelettkrieger als nur einer. Kerl kann einem leid tun. Ich werde nicht mehr. Wissen. Da war ein Skelettkrieger, der eine Tür bewacht hat. Niemand darf gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Oh, aua. Ganz tolles Aua. Oh, es ist schon wieder dunkel. Sehr dunkel. Ich glaube, wir müssen jetzt mal gleich eine Runde schlafen gehen. Ich könnte dir Sachen erzählen. Pyroka, mein lieber Freund, ich habe was. Nicht so weitergehen. Ich habe was. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. So. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können.
Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Ich hatte Glück, schätze ich. Erzähl keinen Unsinn. Glück. Wenn nicht mal ich es schaffe, das Buch zu öffnen und dann jemand wie du daherkommt, darüber werde ich eingehend nachdenken. Trotz allem, da du offensichtlich der Einzige warst, der das Buch zu öffnen vermochte, dann sei dir gewährt, das Buch zu halten. Zumindest so lange, bis wir diese Krise überstanden haben. Das sind doch alles nur Gerüchte. Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen. Denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Deine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Ja. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte.
Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Ja. Jorgen, mein Freund, wo bist denn du? Kennen wahrscheinlich, ne? 23 Uhr, ja, die soll am Schlafen. Ich schlafe jetzt auch mal eine Runde. Was suchst du hier? Geh! Wenn du bis zum nächsten Morgen schlafen, lass mich mal in Ruhe. Nimm ihn an. Komm runter. So, Jorgen, wo bist denn du? Warte mal. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. 5 Mann sollten es sein, ja. Diese 5 Mann kriege ich ganz schnell zusammen. Milton Gorn, Diego Lester. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. So. Nicht zur Hafenstadt. Wir müssen einmal zum Großbauern. Hörnchen. Hat sich das hier wirklich nicht verdient? Ich wundere mich über gar nichts. Ich erzähle dir doch nichts auf Neues. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ich habe da meine eigene Meinung. Das war doch schon vorher klar. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum fragst du? Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erst mal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental. Klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Den Rest werden die Orks besorgen. Ella, du bist ja mal wieder richtig nett. Ich habe so einiges gehört. Hörnchen! Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Das interessiert mich nicht. Das ist doch alles nur Gerede. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Nicht mal wie ein Schwert hält. Ich glaube ja nicht, dass das höre ich zum ersten Mal. Ja. Mit das Spiel schon wieder ab. Ja, lass uns auch starten, ne?
Ja. So ein Mumpitz. Oh, das gibt's nicht. Und das so kurz vor Schluss. Ja, gut, wir können auch Schluss machen. Also, die Freunde. Also, meine Freunde, ihr habt können noch eben das letzte Bildchen hier von Gothic sehen. Nein! Ich wollte kein neues Spiel starten. Ich wollte kein neues Spiel starten, denn wir sind ja schon so weit. Ich werde den letzten Speicherpunkt noch nehmen und werde dann nachdem wir mit Gorn geredet haben, werde ich dann speichern und dann werden wir in der nächsten Folge da weitermachen. Also meine Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung, würde mich sehr darüber freuen. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann weiter Leute anreden, die wir mitnehmen können. Und ja, dann werden wir dann auch versuchen, dass wir Torlop noch mitkriegen können. Und Bennett werden wir noch mitnehmen, das weiß ich auch. Und wir werden uns den Drachentöter werden wir uns schmieden. Ja. Ich hoffe, wir kommen noch ganz schnell dann auf 140 Stärke, weil die brauchen wir. Die brauchen wir wirklich. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich jetzt von euch und jetzt könnt ihr gerne noch hier über mir mein Nebenprojekt euch anschauen, Age of Empires Divinity Edition, und natürlich könnt ihr euch hier links von mir die Playlist euch anschauen vom Söldner und Drachenjäger. Und jetzt, meine Freunde, verabschiede ich mich von euch und sage tschüttele, haut rein, ich bin der Herz und bis dann.